Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Märkte und Trends Teil 2 hier bei uns bei Heavy Traders. Ich begrüße bei mir im Studio direkt aus dem Trading Floor Samir. Hi. Grüß dich, lieber Boris. Ganz kurz ein Hinweis an alle Zuschauer bei uns im Live-Chat und natürlich auf dem YouTube-Kanal. Kommentiert das Video, schreibt bei uns im hauseigenen Live-Chat, was ihr von den Analysen von uns haltet, im sozialen Netzwerk. Natürlich Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. So, jetzt habe ich's. Dann gehen wir unsere Themen durch, die wir haben. Nasdaq 100, wir werden auf den Dow Jones blicken und natürlich halt auch einen weiteren Blick darauf werfen, auf das Thema KI, der Hype, der dadurch halt entfacht wurde. Microsoft werden wir einen Blick darauf werfen, Nvidia natürlich auch und das KI-Thema allgemein. Du wolltest als allererstes mit über die Nasdaq 100 sprechen. Da gab es immer mal wieder auch die Stimmen Anfang des Jahres von wegen, packen wir die 18.000. Ja, die 18.000 hatten wir gepackt. Du hattest gesagt gehabt, die Prognose war von dir, dass es im Februar passiert. Das ist passiert, also von daher war schon ganz gut geschaut. Wo ist denn das kurzfristige Ziel von dir? Wo denkst du, geht das langfristig halt hin? Auch gerade mit dem Hinblick auf den ganzen Tech-Hype, den wir gerade haben. Das ganze KI-Thema fließt natürlich auch dementsprechend mit in die ganzen Technologiewerte mit ein. Wo hat das Ganze ein Ende oder hat es überhaupt ein Ende? Ja, das ist tatsächlich schon, ich sag mal, schön zu sehen, wie sich der Markt natürlich im Positiven entwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, die Nasdaq 100 hat ja bereits im letzten Jahr, meines Erachtens nach, wenn ich es noch gut in Erinnerung habe, sind wir mit knapp 50% aus dem Handel raus. Ist besser gelaufen, als die meisten Analysten erwartet haben, auch was die persönlichen Markteinschätzungen insgesamt betreffen. Es gab natürlich auch einige, das war aber nicht die Masse gewesen, die eher zumindest das Jahr 2023 positiv bewertet haben, dass wir die Tendenz sehen werden, dass wir wieder eine gewisse Normalität sehen werden. Das heißt also, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, dass die Zinsen irgendwo auf dem Level um 5% sich stabilisieren werden, was die Zinsanhebungen betrifft. Und dass die Märkte wieder tatsächlich nach dieser ganzen Inflationsgeschichte wieder normalisieren werden. Gut, das war natürlich recht schwierig abzuschätzen. Wir haben ja kritische Stimmen von einigen Hedgefonds gesehen. Michael Burry hatten wir schon mal bereits erwähnt, der das eher kritisch gesehen hatte. Dann hatten wir auch den Star-Analyst von Morgan Stanley, der ebenfalls das Ganze ein bisschen negativ gesehen hatte und eher damit gerechnet hatte, dass wir nochmal die Tiefs aus dem Jahr 2022 nochmal testen werden. Das ist auch nicht gekommen. So, jetzt gibt es natürlich andere Marktexperten, Goldman Sachs beispielsweise, muss man sagen, die haben schon praktisch im vorletzten Jahr eigentlich eine ganz gute Statistik aufgesetzt, die mir persönlich eigentlich eher zugesagt hatte, dass wir also im letzten Jahr eine positive Entwicklung sehen werden. Und auch das, was wir in diesem Jahr sehen werden, dass die Tech-Konzerne wieder etwas stärker, sowohl was Umsatz und Gewinn nach oben rauslaufen können, dass das Thema Inflation deutlich unter Kontrolle sein wird, dass das Thema Zinsanhebung auch irgendwo sein Ende setzen wird. Also es gibt tatsächlich so vieles zu sagen, warum, weshalb. Ein Marktveteran, das ist Ed Yardani, der sehr bekannt ist, der setzt oder hat auch seine eigene Prognose, das hatten wir vorhin nochmal besprochen, dass er selbst beim S&P bis zum Jahr 2026 rum nochmal um 30% plus also Performance sieht und ebenfalls auch den Dow Jones. Das sehe ich tatsächlich genauso. Ich hatte ja auch meine eigene persönliche These schon im letzten Jahr aufgesetzt. Das war Anfang des Jahres, wo ich gesagt habe, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Bärenmarkt beendet ist und dass wir dann jetzt bis 2029 eher Bullenmärkte sehen werden. Ich muss aber auch sagen, ich bin deutlich überrascht, wie die Märkte letztes Jahr aus dem Handel rausgegangen sind und auch noch verstärkt jetzt direkt, also im Monat Januar, Februar, März. Ich meine, die Nasdaq steht wieder knapp bei 18.300 Punkte. Also ist das eigentlich so recht untypisch für so einen Jahresanfang eigentlich jetzt gewesen? Oder wenn du auch gesagt hast, das hattest du so nicht erwartet? Also untypisch ist es nicht von der Saisonalität her. Was aber untypisch ist, das darf man halt auch nicht vergessen, sind natürlich diese großen Tech-Konzerne. Wir hatten ja auch vorhin darüber gesprochen, dass Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von 3 Billionen US-Dollar, das sind Superschwergewichte, ja? Ja. Amazon natürlich auch oben mit dabei unter den Top 10. Dann haben wir die Nvidia inzwischen, die aus dem, ich will nicht sagen aus dem Nichts heraus, aber letztes Jahr richtig Vollgas gegeben hat, inzwischen jetzt über die Marktkapitalisierung von 2 Billionen drüber hinausgelaufen ist. Das ist der Top 3, aber auch relativ schnell in die Top 3 halt mit reingekommen, also wirklich auf den dritten Platz. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, so wie du es gerade sagtest, über 3 Billionen bei Microsoft, Apple kratzt auch so langsam an den 3 Billionen. Ja, war ja schon mal ein bisschen drüber jetzt.
ja. stagnierend durch die Q4-Zahlen. Aber Nvidia dann doch mit 2,06 Billionen, auch in was für einem rasanten Zeitraum Absolut, das halt erreicht wurde. Genau. Natürlich, ganz klar, gab es verschiedene Faktoren, die damit jetzt eingespielt haben. Einmal die Verfügbarkeit, die es dann halt gab, alleine was noch den Home-Hardware-Bereich halt war. Dann die Lieferkettenprobleme, die es Absolut, halt gab. Aber genau. die Nvidia-Chips sind ja halt auch in vielen, vielen, vielen Produkten halt drin. Nicht nur in der künstlichen Intelligenz, sondern sind ja in verschiedenen anderen Sachen halt auch mit verbaut. Und die Nachfrage ist halt wirklich enorm gewesen. Absolut, von genau, daher. Genau. Das ist nämlich genau das. Also die Nachfrage auf dem realen Markt ist ja tatsächlich vorhanden. Also die Bestellung, die Nachfrage bei den großen Tech-Konzernen, die im großen Stil die Chips von Nvidia praktisch fordern. Mark Zuckerberg hatte ja auch mal auf Facebook so ein Video gepostet, wo er wirklich also sich wie ein kleines Kind gefreut hatte. Dass war dankbar. Er war dankbar, ist das wirklich so? Also er war dankbar, wir hatten hier teilweise eine Wartezeit von mehreren Monaten gehabt, bis du überhaupt deine Chips bekommen hast. Und die Tech-Konzerne sind darauf angewiesen und sind auch bereit, im Moment jeden Preis zu bezahlen, was sich auch Nvidia erlauben darf. Brutto-Gewinnmargen hatten wir auch schon darüber gesprochen, 70%. Dann die Brutto-Netto-Margen, die liegen irgendwo bei 50% rum. Also die verdienen halt ordentlich Geld. Die Nachfrage ist da, Umsatz und Gewinn deutlich über den Erwartungen, was wir auch gesehen haben. Das wird natürlich keine Never-Ending-Story sein. Im Moment rechne ich damit, so die nächsten 6 bis 12 Monate könnte Nvidia noch weiterhin, ich sag mal, das Level halten. Dann halten oder auch auf die Richtung, auf die 1000 halt zugehen oder halt dann doch das Thema mit dem Aktiensplit, den genau, du und Andreas halt natürlich auch schon hier genau. bei uns diskutiert. Also unabhängig davon wäre so der, ich sag mal, der nächste Sprung oder die nächste Story bei Nvidia in der Tat, dass wir über einen Aktiensplit reden, das wäre strategisch. Das wäre so 1:4, 1:5 oder so weiter, ist so in den ersten ja, genau, Vermutungen genau, gewesen. Genau, ja. Also Fakt ist, dass dann der Aktienkurs etwas optisch günstiger gemacht wird, damit jeder sich wieder auch eine Nvidia-Aktie kaufen kann. Nicht jeder kann ich sag mal einfach $1000 roundabout für eine Aktie bezahlen. Ja, man macht das Ganze ja auch schmackhaft. Das hatten wir auch bei Walmarts gehabt, die gesagt haben, wir nehmen den Aktiensplit vor, weil unsere Mitarbeiter uns wichtig sind, dass sie auch die Aktie kaufen können. Und dann haben wir dann einen Aktiensplit hinbekommen. Also damit arbeitet man auch sehr gerne. Nvidia hat ja schon einige Aktiensplits hinter sich. Und von daher bin ich da recht guter Ding. Also um deine Frage zu beantworten, es ist leider nicht der gesamte, breiter Markt, der jetzt daran partizipiert, sondern die Superschwergewichte, die Indizes nach oben peitschen und treiben. Und die sind halt noch weiterhin in der Lage, den Index noch weiterhin auszudehnen. Aber ein Superschwergewicht hattet ihr ja natürlich auch ganz klar im Blick gehabt. Das war die Microsoft, da hatten wir uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Aber ihr bei Märkte und Trends habt natürlich auch euch eine Trading-Idee halt überlegt gehabt. Dann würde ich mal sagen, das wird auf jeden Fall mit eingeblendet, bevor wir weiterhin in die Analyse halt mitgehen. Genau, und zwar ist es Microsoft, das haben wir ja schon besprochen, da würden wir gerne diesen Trade heute soweit umsetzen. Das ist also ein Zertifikat auf die Microsoft, bedingt dessen, das werden wir auch gleich besprechen, das Thema Open AI, ja, also künstliche Intelligenz, das wird auf jeden Fall noch ein Riesenthema werden, gerade für Microsoft. Ich denke schon, dass Microsoft der ganz große Gewinner sein dürfte mit dem, mit Open AI, wo hier 50% praktisch Marktanteil oder beziehungsweise 50% dazugehört. Mhm. Es wird auf jeden Fall weiterhin stärker ausgebaut werden, egal ob das die Office-Programme sind oder ob das weitere, Bereiche von Microsoft abdeckt. Mhm. Wir haben das teilweise in den Suchmaschinen oder über den Browser von Bing, wo es mit eingebaut wird. Das ist auf jeden Fall der nächste große Wurf und ich denke auch, dass Microsoft weiterhin noch zu dem teuersten Unternehmen der Welt bleiben wird und ihre Marktkapitalisierung und sowohl Umsatz und Gewinn noch weiterhin deutlich steigern kann. Dann würde ich mal sagen, sagst du den Kunden noch mal ganz kurz die WKN, die haben wir, würden wir auf jeden Fall noch mal einblenden lassen von der Regie jetzt. Genau, ist die Wertpapier-Kennnummer Martha Bertha 36JA, Hebel 2,46 und K.O. ist bei $247,46. Da wollen wir heute auf jeden Fall auch noch mal eine Position aufnehmen. Wichtig ist, wir werden das mit einer kleinen Positionsgröße machen, um zu versuchen, weiterhin daran zu partizipieren. Also wir sehen jetzt im Moment keinen Anlass, dass auch im nächsten Quartal Umsatz und Gewinn stärker voranschreiten wird. Und von daher möchten wir uns gerne positionieren. Und Microsoft dürfte tatsächlich einer der stärkeren Gewinne auch in diesem Jahr wahrscheinlich bleiben. Und wenn man sich halt wirklich mal so die Entwicklung halt auch, was Microsoft und Office-Produkte halt betrifft, halt überlegt. Ich erinnere mich so an die ersten Office-Produkte, die ich installiert hatte. Da kam nur noch diese nervige Büroklammer hoch. Das war der Assistent. Ja, ja, und jetzt ist da in manchen Produkten halt Copilot mit integriert. Ja, ja. Nicht nur im Betriebssystem selbst, sondern halt auch in den einzelnen Programmen, die dann halt natürlich eine bessere Arbeitsweise in Excel halt zum Beispiel halt geben. Wenn man jetzt nur überlegt, was Microsoft selber in die Produkte halt mit integrieren kann oder halt natürlich auch bei den meist installierten Betriebssystemen halt der Welt, Windows, wenn da halt ein KI-Assistent halt mit drin ist oder halt in dem Browser und in der Suchmaschine halt selbst, da kann es natürlich halt
für Microsoft einen ziemlich großen Marktvorteil auch geben, jetzt in dem jetzigen Moment? Also die Optimierungsprozesse, die Kostenstruktur, die Effizienz bei dem Thema künstliche Intelligenz und gerade im Schwerpunkt bei OpenAI ist ja das ChatGPT. Man muss sich wirklich mal damit mal beschäftigen, was, also zu was man da in der Lage ist, innerhalb von wenigen Sekunden, indem man sagt, ChatGPT ja, oder mal fragt, ich würde gerne eine PowerPoint-Präsentation, das sind die folgenden Inhalte, setzt mir da bitte eine Struktur oder auch eine Agenda auf. Das hat man innerhalb von wenigen Sekunden, wird das über ChatGPT eigenständig aufgebaut. Klar kann man dann noch ein bisschen weiterhin optimieren oder andere Befehle eingeben und das über mehrere Bereiche, auch was Excel-Tabellen betrifft. Das ist schon, oder Word, dass man auch hier Lebensläufe, Texte, Flyer, also alles, was man so benötigt, das geht, das ist schon wirklich gigantisch. Also da werden die Unternehmen wahrscheinlich auch diesbezüglich weiterhin stärker profitieren, was Kostenfaktor betrifft. Aber auch natürlich so Themen, was wir schon heute Mittag besprochen haben, dass man praktisch mit einem einzigen Bild ja schon teilweise ein ganzes Bewegvideo hinbekommt, obwohl das aus der Ursprungswelle lediglich von einem Bild ist. Ja. Oder dass man aus einem Bild praktisch eine ganze Story aufbauen kann oder aus einem Bild kombiniert ein Video-Trailer aufbaut. Das ist schon sehr beachtlich. Das ist schon sehr beachtlich. Also in dem Bereich sowieso, aber natürlich wird halt auch alleine, wenn du es halt in bestimmte Produkte halt integrieren kannst, der Arbeitsalltag halt auch optimiert werden. Also was ich gelesen hatte, dass Microsoft jetzt zu dem Thema Finance und Office Finance halt dort den Copilot mit integrieren will und bestimmte große Firmen das halt natürlich auch testen können. Von daher war für mich auch die Frage an unsere Plus-Mitglieder im Live-Chat und an die Zuschauer auf YouTube. Denkt ihr, dass Microsoft mit dem Fuß in der Tür bei OpenAI alleine mit einer Beteiligung von 49%, fast 50%, ja, so 49%, so den Fuß in der Tür halt haben und dementsprechend am meisten mit von diesem Thema künstliche Intelligenz und ChatGPT-Hype partizipieren können? Oder denkt ihr halt einfach nur, das könnte halt in die Richtung halt auch verpuffen? Wir würden uns freuen, wenn ihr das in unserem Live-Chat kommentiert und natürlich halt auch hier unter unseren Videos in den sozialen Netzwerken. Da werden wir natürlich uns regelmäßig mit austauschen. Nicht zu vergessen, noch abschließend einen Satz. Microsoft, also Bill Gates hat knapp, also klar natürlich immer in Tranchen, mal 6 Milliarden, dann 10 Milliarden, inzwischen knapp 18 Milliarden in OpenAI, also investiert. Ja, das ist nicht wenig. Auch Sam Altman hat ebenfalls auch hier vor, 7 Billionen US-Dollar einzusammeln, um das Thema OpenAI bzw. Thema künstliche Intelligenz auch weiterhin voranzuschreiten. Also da wird auf jeden Fall noch einiges kommen. Künstliche Intelligenz ist ja sowieso in aller Munde momentan. Wir haben natürlich halt über die Nvidia geredet, Microsoft, aber natürlich partizipieren auch die großen Chip-Hersteller davon, zum Beispiel Taiwan Semiconductor auf jeden Fall. Also TSMC hat Intel, ordentliche Punkte halt auch gemacht. AMD, Intel, Broadcom, wie du es gesagt AMD, hast. Also viele spannende Aktien. Und ich glaube, der Hype ist dementsprechend halt auch noch nicht vorbei. Einen anderen Hype, auf den wollte ich definitiv nochmal eingehen, ist immer noch das Thema, das Lieblingsthema bei uns halt auch wirklich in den letzten Wochen und Monaten, ist immer noch das Thema mit dem Bitcoin. Und das ist ja nicht nur eine Herzensangelegenheit von dir, weil du das Projekt und Bitcoin allgemein sehr interessant findest, alleine mit der ganzen Blockchain-Technologie dort hinter, aber du halt selber halt auch Investor in diesem Bereich halt wirklich bist und auch gesagt hast, das ist für dich was Langfristiges, das ist für dich was Werthaltiges. Ja, es war mal wieder ein neues Allzeithoch und wir haben vorhin über 5 Gründe halt auch gesprochen gehabt. Ein Jahreshoch. Jahreshoch. Genau. Sorry, war natürlich ein neues Jahreshoch. Aber trotzdem, irgendwann wird das neue Allzeithoch auch wieder erreicht werden. Wir hatten das Thema auch mit den 100.000 US-Dollar, die innerhalb der letzten Wochen auch wieder mehr in dem Munde von den Experten halt gewesen sind. Siehst du das wirklich auch kurzfristig, beziehungsweise zum Beispiel vor oder nach dem Halving halt als eine Marke, die noch erreicht wird? Ich habe gesehen, dass mehrere Kommentare halt auch bei uns unter den Videos gewesen sind, aber halt auch bei uns im Live-Chat gewesen sind, dass die 100.000 US-Dollar doch recht realistisch sind in einem sehr kurzen Zeitraum. Also es wäre schon, ein starker Clou, wenn wir tatsächlich vor dem Halving, zwischen 17. und knapp 21. April stattfinden wird. Dieses Ereignis, dieses Event findet ihr dann statt, wenn 210.000 Blöcke soweit gemeint wurden, zusammengestellt wurden, dann wird praktisch dieser Prozess eingeleitet, dieser sogenannte Bitcoin Reward, also die Belohnung an die Miner, praktisch halbiert. Das ist ein sogenannter Inflationsschutz, also die Knappheit noch stärker voranzutreiben, damit eine gewisse Werthaltigkeit vorhanden ist, eine Knappheit aufgebaut wird. Und noch einmal für diejenigen, die immer wieder auch neu reinschalten, Bitcoin wird es insgesamt bis zum Jahr 2140
eine Million Bitcoins geben. Nicht mehr und nicht weniger. Also wenn die Story weiterhin bleibt, dann wird es bei 21, wobei es noch nicht mal 21 Millionen exakt ist, das sind tatsächlich 19 Millionen 900, genau, damit mich da keiner festnagelt. Ja. Aber man hat sich irgendwo geeinigt, wenn man darüber spricht, bevor man so eine lange Zahl ausspricht. Also 21 Millionen sind es. Und wir bekommen dann mit diesem Halving, also mit diesem Event, was die Belohnung der Bitcoins betrifft, an die Miner, dann wird es halbiert. Also insgesamt ist es aktuell alle 10 Minuten 6,25 und dann wird es mit dem Halving nur noch 3, paar zerquetschte geben. Oder anders da formuliert, 900 Bitcoins pro Tag werden mit dem nächsten Halving dann nochmal halbiert auf 450. Und dieser Prozess findet alle 4 Jahre statt. Das ist also anders wie bei unserem klassischen und traditionellen Finanzsystem, dass man halt viel Geld ins System pumpen kann. Beim Bitcoin ist es halt anders, wo man sagt, egal wie es draußen aussieht, wenn es tatsächlich ein Wertspeicher oder auch ein hartes Geld sein soll, dann gibt es diese Menge und mehr wird es davon niemals geben. Was es aber durchaus sehr interessant macht, das hatten wir vorhin ja auch besprochen, ist, dass wir aktuell roundabout 93-94% Bitcoin schon bereit geschürft haben. Auch da ist es wichtig, in dem ersten Jahr wurden schon teilweise die ersten 50% der Bitcoins geschürft. Jetzt sind wir irgendwo bei 93% angekommen von insgesamt diesen 21 Millionen. Da ist nicht mehr viel übrig. Genau. Und die nächsten 6 Jahre werden wir dann bei 99% der Bitcoins, der geschürften Bitcoins ankommen. Und dann die nächsten 100 Jahre, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, die nächsten 100 Jahre ab 2034 nur noch 1% Bitcoins, die geschürft werden. Also das ist wirklich extrem. Und wenn diese Nachfrage da bleibt, egal, ob man daran glaubt, dass es ein Wertspeicher sein soll oder ein Ersatz für digitales Gold, ja, oder sich doch irgendwann mal durchsetzen wird, aufgrund dessen, weil bei vielen Währungspaaren oder bei dem sogenannten Fiat-Geld irgendwann mal die Kaufkraft so stark sich abschwächt, dass man sagt, okay, es macht keinen Sinn, ich muss zuschauen, dass ich meine Kaufkraft beibehalten werde und auch schauen, dass meine Kaufkraft in der Zukunft, also sprich die nächsten 10, 15, 20 Jahre, irgendwo stabil und mit einer Wertsteigerung. Das ist ja eigentlich der Ursprungssinn von Geld gewesen. Ne? Aber durch halt sehr viel Geld, was in den Markt reinfließt, ja, verständlicherweise, wenn es irgendwo knallt oder irgendwo halt zu Herausforderungen kommt, möchte man das System natürlich stabil halten und es wird halt Geld reingepumpt. Aber das ist auch gleichzeitig das Übel, das Geldsystem, wenn zu viel Geld gepumpt wird, dann verliert es halt an Kaufkraft. Und die Inflation oder das Geld oder die Kaufkraft nimmt niedriger. Die Inflation muss ja nicht unbedingt einsteigen. Wir haben zwar im Schnitt die 2% pro Jahr, aber dennoch verlieren wir tatsächlich an Kaufkraft. Man kann ja nur das jüngste Beispiel, meine Zahlen sind ja da, dass seit Euro-Einführung gegenüber Gold ja, der Euro 80% abgewertet hat. Also, und gegenüber Bitcoin, wenn man das messen würde, dann wären wir schon in einer Hyperinflation. Ja? Also, das ist halt Fakt. Ja, das ist halt auf jeden Fall extrem spannend werden. Also genau. Wirklich, was die nächsten Wochen, Monate und auch Jahre diesbezüglich betrifft. Ja, ja. Spannend wird es natürlich aber auch mit Werten, die mit dem Bitcoin halt zu tun haben, wie zum Beispiel einer MicroStrategy, einer Coinbase oder den Miner-Aktien halt dazu. Von daher, da wolltet ihr sowieso in den nächsten Tagen und Wochen bei Märkten und Trends immer wieder mal mit drauf eingehen. Ihr wolltet mal einen Blick drauf werfen. Aber natürlich, wir sind live, wir zeichnen nicht direkt auf. Eben gerade hat einer unserer Plusmitglieder im Live-Chat halt geschrieben, geht jemand short auf Apple? Die Nachrichten klangen recht negativ. Ich habe mal kurz nachgeschaut. Apple hat eine Milliardenstrafe verhängt gekriegt über 1,8 Milliarden Euro von der EU-Kommission wegen dem Thema Marktmissbrauch von Musikabodiensten und so weiter. Spotify hat ja geklagt gehabt und so weiter. Ja. Glaubst du, jetzt sind wir so kurz aus dem Stegreif, eine negative Nachricht, was 1,8 Milliarden Euro von der EU-Kommission, denkst du, Apple sagt einfach nur so, ja, ist Peanuts, halt so, ist Peanuts, ist Portokasse und wir kaufen direkt noch 2 Briefmarken dazu? Genau. Oder sagst du halt einfach so, das könnte jetzt Apple ja nachhaltig irgendwie schaden? Ja, das, was viele halt nicht auch wirklich sehen, gerade die großen Konzerne, die richtig viel Geld haben, gehen auch teilweise bewusst gegen Regelverstöße an. Genau. Und sagen, okay, wenn ich da, ich sag jetzt mal 10, 15 Milliarden eingenommen habe und am Ende kostet mich die Klage 2 Milliarden, dann zahle ich halt die 2 Milliarden. Das hat Alphabet auch schon im großen Stil gemacht. Was haben sie da schon auch für Verstöße gegen sich gehabt? Fakt ist am Ende, ja, ist es leider so, dass man auch irgendwo seine Monopolstellung, die man hat oder wo man seine extremen Stärken hat, auch teilweise mit ausnutzt. Das ist so. Und ich glaube nicht, dass 1,8 Millionen jetzt der Grund ist. 1,8 Milliarden. Milliarden, Entschuldigung, jetzt irgendwo der Grund ist, um da in so eine Aktie short zu gehen. Was aber auf jeden Fall bei Apple interessant sein dürfte für die kommenden Quartalszahlen, um das dann auch nochmal kurz aufzugreifen. Wir haben schon gesehen, dass im Q4-Geschäft so ein bisschen, ja, das Smartphone-Geschäft ein bisschen, ich sag mal, stagniert. Die nächsten Zahlen werden auf jeden Fall auch nochmal von hoher Bedeutung sein, weil das Smartphone-Geschäft ist nun mal eines der
großen Säulen von Apple, wo sie Geld verdienen. Und das wird man dann halt sehen, ob das Geschäft dann jetzt irgendwo weiterhin voranschreitet, ob Wachstum wieder reinkommt oder ob das, ja, ich sag mal, die Stagnation auch hier noch weiterhin beibehalten wird. Aber oder halt auch mal das nächste neue Ding dann genau. wirklich von Apple halt kommt, so. Wo viele dann halt ja. doch wirklich mal genau. mit drauf warten. Thema auch künstliche Intelligenz eingebaut in den Smartphones ist auch nochmal ein ganz großer Bereich, wo entsprechend gute Smartphones auch zu guten Preisen verkauft werden für einen Mehrwert für die Community. Ja, also Apple bleibt Apple und überzeugt mal einen Apple-Freund, ja, der irgendwo, was weiß ich, zum Konkurrent gehen soll, der bleibt halt Apple. Ja, der sagt, ich bin das Apple stimmt. und bleibe bei Apple. Das sind dann die Apple-Jünger auf ist jeden so, Fall. Genau, ja. Dann bedanke ich mich bei allen Plus-Mitgliedern und bei den Zuschauern in sozialen Netzwerken fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen bzw. Anregungen dazu habt, kommentiert das Video. Ich habe eben gerade, wie gesagt, live eine Frage von Udo halt vorgelesen gehabt, ja. die Samir sofort live mit ja. aufgegriffen hat. Also so funktioniert das hier bei uns bei Heavy Traders. Wir danken euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und bei uns geht es weiter um 15 Uhr mit der Wall Street Vorbörse und jeder, der es bis jetzt geschafft hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren und Video liken, dann sind wir weiterhin mit dabei. Wir bedanken uns und dann bis später. Bis später.